Hallo und herzlich willkommen, liebe Rätselhaften und Rätselbehafteten. Es ist Tag 27 mittlerweile und ja, ich bin mal wieder nicht alleine und muss zusehen, dass ich so schnell wie möglich durchkomme. und ja, ich würde mal sagen, auf die Plätze, fertig, Etüde. Eigentlich dürfte ich ja jetzt auch nichts sagen, aber ich sag trotzdem mal was. Ich weiß nur noch nicht was. Kauz weiß ich, glaube ich. Ja, ist das da. Teil eines Ganzen. Ah, das wäre ja witzig. Nein. Okay. Ich komme da noch hin. Liebhaber, natürlich, das weiß ich doch. Noch nicht. Geschoss. Kommunalbeamter. Oh, das ich mag sowas schon jetzt nicht. Kleiner Sack. Kenne ich mich aus mit? Ich kenne mich mit kleinen Säcken aus. Ich weiß nicht, ob das drüben ankommt, deswegen. Es kommt an. Okay. Ja, vielleicht kenne ich mich mit kleinen Säcken besser aus als du. nee, die Wintersportart weiß ich noch nicht. Fleischklößchen. Ich hätte jetzt Klopse gesagt, aber das geht nicht. Halteklotz. Weiß ich noch nicht. Großer Tanzraum ist natürlich das da. Unterarmknochen. Ja, das klappt. Recyclingmaterial. Irgendwelches davon. So. Ist das das? Nee, wie heißt denn das nochmal? Nein, ich komme nicht drauf gerade. Aber ich weiß. So. Rippchenstück vom Rind, das weiß ich. Das weiß ich doch. Rote Filzkappe. Umgangssprachlich. Was? Umgangssprachlich? Salopp. Speisefolge ist, das da? Und die meinen hier die Ab. Ah, okay, okay, jetzt hab ich's, ja. Das ist diese rote Filzkappe. Wer Gravity Falls gesehen hat, weiß das, kennt das. Also habe ich hier keinen Vorteil. Amtstracht. Das weiß ich auch. Ach nee! Der war das. Ach, sieh mal einer an. Natürlich. Vorname Michael. Schilfgewächs. Oh Gott. Ich vermute mal, dass es sowas ist. Ehrenabzeichen. Das war das. Nee. Geht gar nicht. Der Kommunalbeamte. Nee. Oh, ich komme hier nicht weiter. Nicht so richtig. Krawall. Weiß ich noch nicht. Blattaderung, das ist. EDV-Begriff. Könnte alles Mögliche sein. Könnte USB sein, könnte PCI sein. LMAA. Kontrakt ist ja auch ein schönes Wort. Teil eines Ganzen. Machen wir erstmal Iridium. Iridium. IR war das. Genau. Schneemensch ist natürlich der hier. So, dann haben wir das auch noch.
Deutsche Vorsilbe. Das da. Thulium. Meine Güte. Jetzt ist es. Das ist. Ach so. Ja, jetzt habe ich es auch raus. Jetzt habe ich das. So, Fleischklößchen. Na, warte mal, das funktioniert ja doch. Wollte ich doch die ganze Zeit sogar haben. Säugetierordnung. Ich weiß nicht, was hier gemeint sein soll. Säugetierordnung. Nahrungskette. Sandanwehung. Ist die hier? Ich vermute mal, das ist das. Ja, ich hatte erst an Springen gedacht, aber das ist es nicht. So, dann haben wir hier. Ja, genau. Wie hieß das denn? Irgendwas mit Nervung oder so ähnlich. Aber das passt nicht. Was könnte noch sein? Ach, hier. Jetzt weiß ich den zumindest schon mal. Kommunalbeamter. Den haben wir. Oh Gott, der Liebhaber. Wer kennt ihn nicht? Ich würde ja am liebsten nachfragen, was heißt Liebhaber? Vielleicht kennt sich da jemand besser aus als ich. Nein, nein, nein. Oh Gott, was ist denn hier das Geschoss? Mist. Ach so, Großmutter ist. Ah, okay, ja, jetzt haben wir das. Ah, okay. Puh, banalisieren, vereinfachen oder nee, etwas banal darstellen. Ach, was könnte das denn sein? Was könnte das denn sein? Aber ich weiß jetzt, was das ist, ja. Ach, Geschoss. Das hätte ich einfacher haben können. Banalisieren. Nee, das ist es schon an. Ach, dann ist diese Säugetierordnung das. Das ist es nicht. Das. Nee. 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 Ah, jetzt hab ich's. Ich bin fertig! Ich weiß aber. Schön finde ich es so ein schöner Satz. Man kann ihn einfach nicht nett sagen. Weißt du, was ein Liebhaber ist? Ich kann es dir sagen. Ich weiß jetzt mehr über Liebhaber Bescheid als du. Was? Okay, also das heißt, ich darf schon mit dem nächsten anfangen? Okay. Alles klar, dann versuche ich doch wieder auf meine Art und Weise ein Lösungswort zu erraten. Das habe ich schon mal, dann.
Das hätte ich jetzt eigentlich wissen müssen. Aber machen wir erstmal das hier. Das ist ein solcher Buchstabe. Genau, genau. Ich weiß, ich erzähle nicht so viel, aber das hat Gründe. Oh Gott, den Adriahafen, den kenne ich doch nicht. Umfriedung. Ja, mache ich. Eine Umfriedung. Klingt wie ein Zaun. Ist es aber nicht. Das ist TNT. Stehende Gewässer sind das. Okay, ja. Ich vermute mal, hier ist auch wieder ein. Ist da ein A drin? Wenn das ein A ist, dann hätten wir hier. Ha. Ich glaube, ich habe das Wort schon. Aber ich muss das noch überprüfen. Also ich habe 3 Buchstaben und ich glaube, ich kenne das Wort schon. Nee, ich habe 4 Buchstaben tatsächlich. Ferkelei. Kennst du dich mit Ferkeleien aus? Ernährungsform ist schon mal die. Sowas. Kann aber nicht sein. Ach so, das ist. Ah, okay, hier kommt dann ein sowas rein. Ja, genau, weil hier die Frau von Adam reinkommt. Medizinisch Schwindel. Trauma war das doch. Eigentlich, aber Habsucht könnte auch Gier bedeuten. Blume. Keine Ahnung. Aber das hier ist. Nee, doch nicht. Wie hieß denn das? Albinosäuren. Nee. Weit weg ist fern. Das ist also ein E. Berühmtheit ist das. Da kommt hier also ein R hin. Ernährungsform, also hier E, dann da R. Leitgedanke, weiß ich noch nicht. Niedrig. Tief. Vielleicht. Ja, würde hinkommen. Dann haben wir hier ein T. Dann haben wir also hier. E, R, T. Okay, ja, dann weiß ich, hier ist ein V. Dann ist hier ein I. I und hier ein E. Okay, dann ist das hier ein. Okay, ja, ich wollte es ja eigentlich nur noch überprüfen. Also nach dem dritten Buchstaben oder nach dem vierten Buchstaben hatte ich eigentlich schon raus, es ist die Taverne. So, gucken wir mal, ob es die Taverne auch wirklich ist. Dann wäre hier nämlich ein Neblick. Gehen wir doch mal rückwärts. Elektrisch geladenes Teilchen. Könnte die Anode sein. Ach nee, warte mal, muss nicht, oder? Nee, muss es auch nicht. Elektrisch geladenes Teilchen, dann würde ich es nochmal. Das Zeichen für Ohm ist Omega, tatsächlich. Tablet von Apple. Easy. So, jetzt trage ich erstmal nur ein paar Sachen ein. Jetzt geht's richtig los hier. Ich hoffe, du bist hinter mir hergekommen. Gut, ich renne dir jetzt wieder weg. Oh. Das sind die. Austretendes Magma. Kennen wir alle. So, Sieger ist natürlich der. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch.
Sieger. Was gibt's denn noch? Statt Gewinner zum Beispiel. Ach so, elektrisch geladene Teilchen sind hier Mehrzahl. Wäre schön, wenn das immer mal dazustehen würde. Gesteinsmassiv. Oh, ich hätte da Berg gedacht, aber Fels geht ja auch. Huch. Umfriedung ist natürlich. Ach ja, hier kommt ein R hin, dann haben wir das da und dann haben wir das da. Und dann ist das bestimmt der RAM, genau. Und ich glaube, die Taverne zeichnet sich schon ab, zumindest. Hier ist das Fahrzeug. Spielkarte. König, Dame, Bube, Ass, irgendwas anderes. Gucken wir erstmal. Wie hieß denn nochmal die Studentenorganisation, wenn ich das jetzt gerade noch wüsste? Englisch benutzen ist use. Natürlich. Streichbare Masse, Mehrzahl sind Pasten, ja. Die Pasten. Hocken ist dann diesesjenige welche. Dann vermute ich mal hier, meinen die das? Ja, tun sie. Da hätte ich ja lieber Englisch für gestohlen genommen, aber wenn das so ist. Weia. Ravenna, natürlich. Jetzt wissen wir es. Medizinisch Schwindel war nämlich diesesjenige. Die Blume weiß ich noch nicht, aber ich weiß, was hier reinkommt. Ja. Leitgedanke ist dann wahrscheinlich dieses da. Ernährungsform ist wahrscheinlich auch schon einigen aufgefallen. Wow, die Ferkelei ist einfach nur. Wird das Ferkel mit einem erwachseneren Tier ausgetauscht? Ist ja schön. Ist ja wunderbar. Das weiß ich nicht. Maosin? Moosin? Nee. Ah! Ja, wäre das Einzige gewesen, was mir noch eingefallen wäre dazu. War auch wieder nur geraten. Noch nie von diesem Muskeleiweiß gehört tatsächlich. Der könnte das sein, ist er aber nicht. Dann könnte es auch noch zum Beispiel das sein. Und fertige Software. Reimt sich auf das, hat aber noch ein B am Anfang. Bremssystem, das weiß ich, das weiß ich. Die Steuertafel. Ja. Und genießbar. Da fehlt nur noch ein einziger Buchstabe und dann bin ich schon wieder fertig. Ja, dann war ich heute mal. Hab ich mich von gestern wohl ein wenig dazu verleiten lassen, mal richtig zu powern hier. Vermutlich. Und, oh ja, in unter 20 Minuten beide Rätsel. Das ist überdurchschnittlich bei mir, glaube ich. Kann ich dir mit was helfen? Okay, soll ich jetzt mal das Preisrätsel machen? Dann mache ich jetzt mal das Preisrätsel. Und guck mal, ob ich den Preis kriege. Was gibt's denn eigentlich diesmal? Unterhaltsame Englisch-Online-Sprachkurse von Gimlish. Gymlish. Gymglish. Oh Gott. Hilfe. Das klingt ja schon so. Nachdenklicher Laut. Nee. Dann könnte das noch. Es würden mir noch zwei weitere einfallen. Probieren wir es mal. Ah. Ansonsten hätte ich noch Ochsen gehabt. Nachdenklicher Laut. Empfangsanlage. Ist ein Empfänger.
Amateure, Mehrzahl. Och, schade. Hier hätte man so schön Idiot eintragen können. Westslave. Westslave, was ist denn das? Da würde ich lieber noch... Gehwerkzeug ist das Bein. Sag mir nicht, dass... Boah. Das gibt's doch nicht. Dann haben wir hier die. Oh, oh, das weiß ich. Oh, das weiß ich. Ich weiß, was hier reinkommt. Ich weiß, was hier reinkommt. Da bin ich mal froh, dass meine Herkunft einen Sinn hatte. Ich heb mir das mal für später auf. Abkürzung Gesellschaft ist natürlich die. Botanischer Begriff, kann alles Mögliche sein noch. Kunstsprung. Das weiß ich auch. Der Zugang. Könnte zum Beispiel nicht der Eingang sein. Nee, kann er nicht. Persönliches Fürwort, vierter Fall. Na, Moment. War nicht ganz richtig wohl. Dann lasse ich es erstmal. Aromatisches Getränk. Ist das da? Das müsste ich auch wissen. Ja, vollends ist das. So, Bodenschatz. Bodenschatz. Da gibt's Kohle, da gibt's Erze, da gibt's alles Mögliche noch. Gewaltig. Gewaltig. Ja, ich weiß, was hier reinkommt, also dementsprechend. Ja, Moment. Anbauen ist natürlich das da. Ja. Sitzstütze. Weiß ich noch nicht. Der Kunstsprung. Eine Empfangsanlage. Ich hätte jetzt auch an Tuner und sowas gedacht, aber nee, ist auch nicht. Botanischer Begriff Beete? Nein, das sicher nicht. Uiuiui, hier dauert es ein bisschen gerade bei mir. Der Zugang. Wieder was gehabt. Was könnte der zu noch der zu de. Also eigentlich hier, das, da möchte ich am liebsten ein Entra eintragen an der Stelle. Zumindest weiß ich, was hier reinkommt. So, jetzt haben wir das nämlich auch. Ach, und die Sitzstütze ist natürlich das da. Ja, hätte man einfacher haben können. Das Empfangsgerät habe ich jetzt auch langsam im Kopf. Nein, nein, nein. Ach ja, übrigens, genau, der Westslave. Gibt's noch ein paar im Spreewald, habe ich gehört. So. Tja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ach so,
Die werden mit A geschrieben, natürlich, ja. Was denn? Noch bin ich nicht fertig. Aber ich weiß das Lösungswort schon. So. Ach, natürlich, den Kunstsprung, den habe ich jetzt auch. Und jetzt fehlen mir nur noch zwei Buchstaben. Wie viel fehlt dir noch? Ach, war das ein schönes Rätsel. Plüpp, fertig. Oh. Ja, da habe ich heute noch mal geflext. Weil ich mich gestern so schlecht angestellt habe. Ja, es war mal wieder schön. Es ist ein bisschen schade, dass ich natürlich dann immer keine Worte sagen darf, aber das Gute ist ja, ihr seht sie ja, ihr könnt sie ja lesen. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, es waren diesmal eigentlich jetzt auch, also weiß ich nicht, ob ich was über Sorben raussuchen sollte. Die haben sogar ihre eigene Restsprache noch. Beziehungsweise nein, also die Sprache Sorbisch gibt es. Und ja, was kann ich da so großartig dazu sagen? Hoch, wenn man mal irgendwo so in die Spreegebiete reinfährt, dann findet man auch noch Ortsschilder, auf denen die Namen dieser Orte in Sorbisch ja auch noch mit drauf sind, zum Beispiel. Da kann ich mal endlich mit ein bisschen Allgemeinwissen glänzen, welches ich nur habe, weil ich aus der Gegend komme. So, was hatten wir denn noch hier so schöne Sachen? Ja, ein iPad muss ich glaube ich nicht erklären. Das Pik Ass, nö. Ionen sind auch soweit klar. Also beziehungsweise sind so aus dem Physikunterricht. Da werden die mal behandelt. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt erklären sollte, warum das so ist. Medizinisch für Schwindel. Also ich weiß, im Englischen gibt es diesen Begriff auch als Wort, was öfter mal angewendet wird, als nur im medizinischen Sinne. Also das Wort Vertigo. Vertigo? So, Myosin. Ich könnte mal nach Myosin gucken, tatsächlich. Ich will mal wissen, was ist denn Myosin? Ganz genau. Ich habe ja mal noch ein bisschen Zeit. So. Myosin bezeichnet eine Familie von Motorproteinen in eukaryotischen Zellen. Ich glaube, ich lasse das. Das bringt nichts. Ja, was sind denn Stolen, Umhänge? Stole? Umhang? Stola? Ah! Das ist die Mehrzahl von Stola. Oh Gott. Das ist ja ein Umhang, der gefühlt keinen Unterschied macht zwischen Arm und Rest. Das ist eine Stola. Sieht Balle so aus, als würde man in eine Decke einfach zwei Löcher reinschneiden, damit die Arme da durchkommen. Und dann war's das. Mensch. Ich hoffe, ihr könnt euch was drunter vorstellen. Dann muss ich das Video nicht im Nachhinein bearbeiten. Ha. Nein, beziehungsweise ich kann ja mal. Wupp. So. Ich kann das Ganze ja mal aufmachen. So. Sowas hier. Solche Dinger sind Stolen. Jetzt habe ich auch was darüber gelernt. Mensch, schön. Ja, ein Kimono, für alle, die es nicht kennen. Ups. Traditionelle japanische Tracht. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr schön. Ein Salto könnte ich euch auch zeigen, wie das aussieht.
Mache ich aber lieber nicht. Ich möchte ja nicht nachher ins Krankenhaus müssen. So, ansonsten, ich glaube, die restlichen Worte waren soweit verständlich. Jetzt fertig. Hurra! Wir haben es alle geschafft. Okay, und damit verabschiede ich mich dann auch fürs diesejenige Male und hoffe natürlich, dass wir das nächste Mal uns auch wieder zusammenfinden. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest von eurem Montag. Mein Beileid, dass heute Montag ist. Außer es ist heute für euch nicht mehr Montag. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.